dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Für den 1. FC Magdeburg ist die Vorbereitung auf das Spieljahr 2021 kurz nach Weihnachten gestartet. Mit dabei ist Abwehrspieler Timo Pertl, welcher nach seiner Knie-OP im Spätsommer endlich wieder am Ball arbeiten darf und bereits Übungen mit dem Team absolviert. Das Weihnachtsfest hat Familie Pertl im engsten Familienkreis verbracht. Schön, natürlich mit der Familie. Wir waren auch einen Tag bei meiner Familie in Sieke, das ist in Niedersachsen bei Bremen. Mein Papa hat Heiligabend Geburtstag und wurde 60 und ja, da haben wir im kleinen Kreis, so wie es möglich war, gefeiert. Das war schön. Und hier natürlich zu Hause für die Kids auch sehr schön mit den Geschenken, haben sich sehr gefreut. Das Knie sieht immer noch gut aus, funktioniert alles tadellos, ich kann immer weiter das Programm steigern. Durfte jetzt gestern zum ersten Mal auf dem Platz wieder ein bisschen was mit dem Ball machen und ja, das freut mich natürlich sehr, weil ich habe jetzt eine längere Zeit ohne Ball gearbeitet, auch mit Läufen und alles. Und das ist natürlich schon was anderes, wenn dann der Ball wieder dabei ist. Was bedeutet es denn, bei den anderen Spielern zu sein? Ja, ist wichtig. Also ich war eine Weile weg, muss man auch sagen. Bei der Reha-Zeit ist man schon isoliert von der Mannschaft. Aber ich bin sehr froh, dass ich wieder hier mit den Jungs dabei bin. Meine Trainingszeiten sind ungefähr die gleichen wie bei den Jungs. Und ich bin mitten in der Kabine, kriege wieder mehr mit und so soll es auch sein. Das ist ein sehr, sehr hartes Programm, gerade mit den 2 Spielen, die uns jetzt auch noch nachhängen, die wir nachholen müssen. Und das wird nicht einfach. Und ich denke, der Trainer betont es oft genug, wir brauchen jeden Mann. Und es wird umso wichtiger sein jetzt in diesem Monat, weil so viele Spiele und so eng nahe die Spiele sind. Und ja, es ist einfach sehr wichtig, dass wir da zusammen bleiben als Team und das gut meistern und die wichtigen Punkte einfahren. Aber wie groß ist denn die Sehnsucht bei Timo Pertl, mit dabei zu sein? Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also ich will auf den Platz, ich freue mich. Natürlich war es jetzt keine einfache Zeit, aber ich kenne das schon. Ich kenne mich damit aus, mit Verletzungen, leider. Aber ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg und bin bald wieder dabei. Und so zieht Timo Pertl bodenständig hinaus auf den Platz und arbeitet weiter hart an seiner Rückkehr auf das Feld. Mit seiner gesamten Erfahrung möchte er dazu beitragen, dass der 1. FC Magdeburg am Ende der Saison den Klassenerhalt schafft.